Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Frank Tomaszewski. Ich bin der Online-Shop-Manager von LZ Parts. Also LZ Parts, ja, wenn ihr das Video jetzt seht, dann habt ihr unseren Kanal auf YouTube ja auch gefunden. Heute mit einer Renault Zoe. Denn ich komme nicht dran vorbei. Die Zoe ist eine, ja, eigentlich der Wagen, der am meisten verkauft wird aktuell bei uns. Und ich kann mich dem ja nicht verschließen. Wenn so viele so eine Zoe haben möchten, dann muss ich gucken, was kann man noch tun. Und damit fange ich jetzt an. Wollte mich, wie gesagt, bei den E-Mobilisten einfach nur mal vorstellen. Regulär habe ich oder haben wir als Lüdemann und Zankel AG oder als Lüdemann und Zankel Gruppe den größten Online-Shop für Dacia Duster in Deutschland. Also das ist jetzt völlig gegensätzlich eigentlich. Dacia Duster, Geländewagen, SUV und Elektromobilität hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Man kann viele Dinge, die woanders gemacht wurden, auch durchaus ja, verfügbar machen in der Elektromobilität, weil beides sind eben halt ja, Fahrzeuge. Ich habe heute eine kleine Premiere für euch, worüber sich vielleicht auch viele Zoe-Fahrer nachher freuen. Also ich habe gemerkt, wir haben unwahrscheinlich viele Ladeböden hier zum Beispiel verkauft. Ich muss mal gucken, ob das Bild stimmt. Ich mache das Ganze hier mit einem iPhone. Dann lenken wir den Fokus mal ein bisschen weiter runter. Um mich geht es hier eigentlich weniger, sondern eher immer um die Autos. So ein Ladeboden. Hier haben wir zum Beispiel ein Laden US 8 drin. Das ist ein Subwoofer. Das verleiht der durchaus schon sehr, sehr gut klingenden Musik in einer Renault Zoe nochmal den notwendigen Schub, weil die Autos sind schön leise, wenn man mit ihnen fährt. Da kann man den Sound dann umso besser genießen, was dann ja auch mehr Spaß macht. Hervorragender Kandidat. Den nutzen wir eigentlich bei Dacia Duster 2 unter dem Sitz auf der Beifahrerseite. Also nur um das mal die Brücken zu schlagen. Zum kleinen Highlight. Wir haben beim Dacia Duster 1, Phase 1, haben wir Ladekantenschutz innen gehabt. Weil eben halt diese Ladekante innen ja, lackiert und dann immer zerkratzt ist und allem drum und dran. Und da dachte ich mir, wenn wir schon so viele Ladeböden verkauft haben, dann sollten wir vielleicht mal Ladekantenschutz innen für Renault Zoe machen. Und im Grunde genommen ist es ja nur eine Phase 2 und also passt da auch bei der Phase 1, also beim Vorgänger. Wie baut man das Ganze ein? Das ist wie gesagt der erste Prototyp. Da machen wir eine kleine Bastelstunde. Brauchen wir einen Torx 40. Nehme ich hier mal raus. Also ich mag gerne Sachen, die funktionieren, wovon man ordentlich etwas hat, die wertbeständig sind. Solche Dinge machen mir wirklich Spaß und auch nachhaltig. Ja, also eine Zoe ist ja wunderbar zum Einkaufen geeignet. Warum soll man das nicht tun? Wasserkisten, wie auch immer. Nur wenn es denn hier über diese Ladekante rübergeht, dann sieht die wohl binnen kürzester Zeit auch nicht mehr so schön aus. Wenn man eventuell so eine Zoe vielleicht auch nur geleast hat, dann möchte man auch, dass da nicht so viel ja, Abnutzungserscheinungen entstehen, die über das normale Gebrauchsmaß hinausgehen. Also der soll dann einfach nur hier sitzen. Dann machen wir den Schlossfänger wieder drauf. Schrauben das mal kurz ein bisschen an. Und
Naja, wenn ich solche Sachen jetzt mache, ja, wenn jemand anders so etwas macht, dann ist das nur eine Kopie. Mir ist wichtig, der Erste zu sein, der so etwas macht. Natürlich kann man auch das Ganze mit Filz bekleben. Das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Also das ist mir vollkommen egal. Das hier ist jedenfalls eine sehr robuste Variante, wo ohne Probleme die eine oder andere Wasserkiste ohne Probleme drüber rutschen kann. So, ich bringe die jetzt in Anschlag. Lass das Ganze mal zugehen. Mach es wieder auf. Richte das Ganze ein bisschen aus. Und dann probieren wir mal, ob das Ganze gut passt. Also so, dass man schon mal sehen kann, wie hoch ist in etwa der Arbeitsaufwand, um diesen Ladekantenschutz zu montieren. Denn es geht mir auch darum, ja, dass man da nicht übers Ohr gehauen wird. Also man weiß ja nicht, wie lange solche Dinge teilweise in der Werkstatt dauern. Wobei man aber auch daran denken muss, wenn wir jetzt hier so ein Video machen, das Auto steht schon hier drin. Also dieses Rein- und Rausfahren, Ausrichten auf Bühnen und das alles, darf man auch nicht unterschätzen. Okay, also, das war schon mal nix. Also wieder los. Und nur ein bisschen befestigen. Manchmal dauert es länger, manchmal nicht. So soll ein Kofferraum zugehen. Wenn wir fit tätigen, schiebt er auf und dann ist das gut. Eine Zeit lang habe ich versucht, vielleicht stärkere Dämpfe zu bekommen, damit, wenn man eben halt das betätigt, dass der automatisch aufgeht. Kann ich nur von abraten. Das zerdrückt euch die Heckklappen, die sitzen nachher schief. Es funktioniert alles nicht, deswegen biete ich solche Sachen nicht an. Deswegen braucht man nach solchen Sachen nachher auch nicht fragen, weil was ich dann nicht habe, das ist dann schlichtweg und einfach für nicht gut befunden worden, und zwar von mir. Und insofern gibt es so etwas nicht, weil ich mag gerne Kundenzufriedenheit und nicht Kundenärger. Das ist also das oberste Ziel. Neben mir sind im Shop noch ein Sales Manager und ein Auszubildender, also wir sind klein und fein. Das muss man dazu wissen. Und wenn mal einer Urlaub hat und dazu noch einer krank wird, dann wird es meistens immer richtig eng. Insofern bitte ich manchmal um Verständnis. Aber eigentlich ist das Internet für uns nicht gemacht. Aber wir nutzen es trotzdem, um vielleicht auch zu zeigen, dass man eine gewisse Kompetenz hat. Okay. Also das wird kommen, das gefällt mir. Hier kann man richtig schön eine Wasserkiste drüber schieben. Der ist absolut passgenau, saugend, schmatzend sitzt er hier richtig schön drauf. Fristet hier dann jetzt ab jetzt im Kofferraum sein Dasein. Schönes Produkt werden wir bringen. Ich nehme euch mal vom Stativ runter. Und dann führe ich euch mal ganz nah daran. Dann seht ihr das. Also unsere Produkte müssen immer ja Internet- und fototauglich sein. Da sitzt er. Da sitzt das Kabel. Und da ganz hinten in der Ecke, da ist dann auch noch ja, was man so braucht, wenn man, falls man mal liegen bleibt. Des Weiteren. Diese Rückleuchten passen auch beim Vorgänger, also der Phase 1 Zoe, habe ich schon ein Video zu gemacht. Ich werde das hier nach diesem Video mal verlinken, müsst ihr nur dranbleiben. Des Weiteren, dieses Fahrzeug hier, ja, bekommt der Chef persönlich
Und der Chef persönlich möchte immer, immer die Laserlamps vorne dran haben, weil in ländlicher Umgebung, wo überhaupt keine Laterne und dergleichen ist. Die neue Zoe hat ein sehr, sehr gutes Licht, auch ein sehr gutes Fernlicht, aber die Laserlamps spielen hier in einer Liga nochmal oben drüber, sozusagen. Und dass sie jetzt so ein bisschen schmuddelig aussehen, das liegt nur daran, dass wir die von der Vorgängerversion abgebaut haben. Das heißt, wir nehmen nicht jedes Mal neue Sachen, weil das wird ein bisschen zu teuer. Weil das Geld haben wir schon einmal investiert, das müssen wir nicht nochmal investieren. Es steht in keinerlei Konflikt zu der Frontsensorik, so wie es jetzt hier angebracht ist. Die Halter sind vorerst Handarbeit und somit Prototypen. Da kommen aber noch andere. So, der Gladen US8 als Subwoofer hinten im Kofferraum hat noch einen kleinen Einsteller für den Bass, wo man schnell und unkompliziert wählen kann. Und den sieht man hier im Fahrzeug eigentlich gar nicht. Der ist nicht da. Und ich mag es gerne dezent. Vielleicht kann ich es von der Beifahrerseite aus besser zeigen. Kleinen Augenblick, dann gehe ich einmal rum ums Auto. So. Und das hier, dieses Drehrädchen, das ist der Einsteller für die Basslautstärke oder je nachdem, wie stark er arbeiten soll. Wie das Ganze verarbeitet ist und verlegt ist, kann ich euch versichern, seht ihr gar nichts von. Okay, ich hoffe, ich konnte ein wenig darstellen, was ich hier so mache und was ich hier so tue. Der Zufall will es ja, und das werde ich auch gleich noch machen, dass wir, na, die kriege ich mit der Hand hier gar nicht raus, so gut sitzen die drin. Die Kennzeichenbeleuchtung für die Zoe haben wir auch in LED, dann haben wir konsequent ganz einfach alles durch, was das betrifft. So, und ich hoffe, ich bin jetzt etwas besser im Bild. Ja, hoffe, dass ich euch helfen konnte. Ihr könnt mir natürlich auch helfen, indem ihr ganz einfach in den Kommentaren schreibt, Mensch, ich brauche dies, das, jenes, welches für die Zoe oder wie funktioniert das. Ich werde es sicherlich noch ausprobieren, eine Shark-Antenne draufzusetzen. Ich fange gerade erst an und wer mich kennt, weiß, was das heißt. Erstmal anfangen und dann machen wir weiter und weiter und weiter. Was der eine für Blödsinn hält, hält der andere für gut. Das weiß ich nicht. Ich mache solche Dinge eben halt auch zu schauen, wie ist die Resonanz. Kommt keine Resonanz, wird es nicht weiter verfolgt. Kommt so etwas nicht in den Shop, kommt sehr viel Resonanz, kommt sehr viel Positives, also auch Feedback, dann kommen solche Dinge in den Shop. Das ist ganz einfach so, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Den würde ich ganz gerne mit euch gehen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut ab und zu mal rein, abonniert meinen Kanal, lasst einen Kommentar da, guckt mal bei Facebook nach. Bei Facebook werde ich jetzt für die Renault Zoe einen Bildtaser reinbringen, der praktisch ans Bilderkarussell, wie man die komplette Mittelkonsole zum Beispiel zerlegt. Viele fragen immer, warum macht er das? Ich mache es lieber, bevor es ein anderer macht und dann falsch. Und das macht nicht jeder. Okay, ich beende meine Videos immer ganz einfach damit. Ich hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.